zu Möglichkeiten, die ihr überhaupt nicht bedacht habt, zu richtig geilen Tricks. Hier sind 50 Wege in Minecraft, um reich zu werden. Schreibt mir mal in die Kommentare, was war der geilste Weg, den ihr mal verwendet habt, um reich in Minecraft zu werden. Ich bin mal gespannt, auf was für eine Idee ihr so gekommen seid, ob ihr irgendwas getauscht habt mit einem Freund oder ob ihr doch illegal unterwegs wart. Ich bin gespannt. Für einen weiteren Teil dieser Serie einfach ein Abo da lassen. Ist für euch ein Klick und für mich eine große Unterstützung. Und jetzt ganz viel Spaß mit dem Video. Eine Menge Erde zu haben ist eigentlich nichts, worüber man sich jetzt unbedingt freuen muss, aber so ist es nicht mehr. Denn wir können aus Erde tatsächlich Diamanten machen und das zeige ich euch jetzt. Benutzt man nämlich jetzt Erde und platziert das einfach irgendwo hin, kann man mit Wasserflaschen das Ganze nämlich zu Schlamm machen, wie ihr hier sehen könnt. Mit dem Schlamm können wir dann was noch viel cooleres machen, denn wenn man jetzt tatsächlich Schlamm über einen Stein und darunter Dripstone hängen lässt, dann tropft das Ganze Wasser, wie ihr sehen könnt, aber nicht nur Wasser, sondern tatsächlich kann daraus ein Block entstehen. Denn nach einer gewissen Zeit entsteht nämlich Lehm, welchen wir dann natürlich auch abbauen können, so nämlich. Und damit können wir nämlich Folgendes machen. Nutzt man nämlich jetzt einen Stone Cutter dafür, dann kann man nämlich eine Villager erschaffen, die uns tatsächlich für Clay ein wenig Emeralds geben. Und nun können wir tatsächlich damit genügend Emeralds uns ein wenig Diamantrüstung holen. Ein weiterer Weg ist durch ein Skelett, denn ein Skelett droppt ja bekannterweise nämlich Knochen. Aus Knochen machen wir Knochenmehl und können damit eine Menge an Samenfarm, die wir dann wieder anbauen können, um tatsächlich Tiere zu vermehren. Doch uns interessieren mehr Schafe, denn mit diesen Schafen können wir halt eben noch mehr Wolle bekommen und die Wolle brauchen wir dann wiederum, um in den Nether zu gehen und so tatsächlich ein wenig Netherite zu farmen. Das Ganze funktioniert nämlich 1A tatsächlich. Ich hoffe, ihr wisst eine Sache. Und zwar nämlich, wenn man einen Altar neben einem Villager ausstellt, bekommt er ja diesen, wird er ja zu einem Librarian. Und mit diesen Sachen können wir tatsächlich, denn immer wenn wir einen neuen Altar hinstellen, immer wieder neue Sachen bekommen. Passt uns also Looting jetzt gerade nicht, machen wir das so lange, bis wir tatsächlich Sharpness 5 kriegen können. Denn ja, mit dieser Methode kann man tatsächlich ein Enchantment bekommen, so hoch wie es geht. Schärfe 5, kein Problem. Schutz 4, auch gar kein Problem. Man kann wirklich jedes einzelne Buch, was es irgendwo gibt, auf diese Art und Weise bekommen. Das ist tatsächlich die Möglichkeit, reich zu werden, denn hat man dann beispielsweise ein Schärfe 5 Buch und kauft sich das mehrmals, kann man das richtig gut weiterverkaufen an andere Spieler, denn das ist tatsächlich schon sehr selten. Aber ihr habt dann eine Möglichkeit, gut ranzukommen. Das hier habt ihr alle schon mal gesehen. Eine End City und das da oben ebenfalls, nämlich das End City Schiff. Und wir wissen alle, was sich da drin befindet. Wie sagt man so schön, die erste Elytra ist immer die schwerste. Und so ist es auch. Hat man erstmal die erste Elytra bekommen, dann geht das Ganze richtig ab. Denn es gibt einen Weg, unglaublich viele weitere zu farmen. Und das tatsächlich aus dem Punkt, wo wir schon die erste entnommen haben. Befinden wir uns jetzt hier oben auf dem Schiff. Und wir nehmen uns praktisch eine weitere Elytra, einfach die wir gerade gesammelt haben, beispielsweise unsere erste. Dann können wir tatsächlich, wenn der PC das natürlich zulässt, einfach hier auf Settings gehen und die Renderdistanz so hochstellen, wie es geht. Ich mache es mal relativ human. Ich hoffe, mein PC hält das aus. Und dann lassen wir einfach mal alles laden. Und dann werden wir relativ schnell etwas erkennen. Und zwar nämlich, dass wir unglaublich schnell die nächsten End-Cities finden. Und das Beste ist, im End gibt es einfach nicht so viel, was geladen werden muss. Dementsprechend ist das tatsächlich sehr doll verzeihbar. Befinden wir uns hier drauf und warten einfach ein wenig, dann sehen wir gleich die nächste schon. Stellt man sich also einmal kurz hin und guckt einfach mal ein bisschen in die Runde, dann sieht man relativ schnell, wo sich hier nämlich die End-Cities befinden. So kann man unglaublich schnell und unglaublich viele Elytren farmen. Auch wenn es darum geht, reich zu werden in Minecraft, gibt es nicht immer nur einen, ja, regulären Weg. Denn auch Glitches spielen damit rein, und zwar nämlich auch ein Glitch, wie man alles verdoppeln kann. Das Ganze funktioniert aber nur bis 1.17 tatsächlich, und zwar folgendermaßen. Brauchen dafür einen sehr doll beschädigten Amboss und tatsächlich dann eine Schalkerkiste mit irgendwelchen Sachen, die selten sind, die wir dort reinpacken. Also das, was wir tatsächlich verstauen wollen. Denn alles, was wir damit machen, beispielsweise, ist tatsächlich wirklich Folgendes. Wir werden diese nämlich einmal umbenennen. Und wenn wir die umbenennen und der Amboss kaputt geht, dann droppt er nicht nur das, was wir hier reingetan haben, sondern nochmal ein Duplikat. Ich weiß nicht, wie oft man das machen muss. Bei dem wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. So. Wir benennen einfach das Ding die ganze Zeit um in der Hoffnung, dass das Ganze irgendwann kaputt geht. Und dann sollte es eigentlich auch mal hinhauen. Das kann man doch keinem erzählen hier, oder was? Irgendwann muss das Ganze doch kaputt gehen. So, jetzt ist das Ganze kaputt gegangen, wie ihr gesehen habt. Und wir haben hier, das Ganze zweimal liegen. Wir testen das Ganze mal. Ist das wirklich dasselbe? Tatsächlich, ja.
Der Glitch funktioniert also. Also, wenn ihr in einem Server spielt oder in eurer Singleplayer-Welt unter der Version 1.17, ist das ein sehr, sehr guter Weg, reich zu werden. Das ist zwar nicht der reguläre Weg, aber er funktioniert. Ihr wollt eure Tiere einfach zu etwas ganz Besonderem machen und es gibt nichts Einfacheres als das. Und zwar nämlich Folgendes. Wir brauchen eigentlich nur zwei Tiere einer Art. In meinem Beispiel nehme ich jetzt einfach mal Kühe und werde die in ein Gehege schleppen, falls ihr das nicht schon längst getan habt. Doch wie machen wir die jetzt wirklich besonders? Ganz einfach, indem wir wirklich fast jeden Mob, der irgendwie da rankommt, töten. Das heißt also, ich suche die Gegenden ab nach tatsächlich genau denselben Tieren, also Kühen in dem Fall, und diese werde ich abschlachten. Was passiert damit? Denn ganz einfach, das macht genau meine Kühe zu etwas Besonderem, da es sie sonst in der Umgebung nicht so gibt. Das sorgt dafür, dass die Mitspieler auf dem Server oder tatsächlich sogar meine Freunde zu mir kommen müssen, falls sie Sachen wie Leder oder Beef haben wollen. Das macht meine Farm zu etwas ganz Besonderem, allerdings würde ich euch dennoch nicht raten, wenn ihr irgendwie einen Nachbar habt, der bereits schon Kühe habt. Ihr könnt die theoretisch abschlachten, aber das wäre ein bisschen gemein. Also macht das relativ am Anfang der Welt, da lohnt es sich vor allen Dingen. Oder man hat Sachen, die nicht so häufig vorkommen, wo die Mitspieler noch nicht diese Tiere haben, wie zum Beispiel einen Wolf. Haben die Mitspieler noch keinen Wolf, dann holt ihr euch eure einfach und schlachtet jedes andere Rudel, was irgendwie in der Nähe liegt, ab. Ich meine, das hört sich so brutal an einfach. Wenn du nämlich in einem Wüstendorf tatsächlich einen Villager findest, der tatsächlich Weizen für Emeralds tradet, dann herzlichen Glückwunsch. Dann hast du einen großen Fang gemacht, denn besonders Wüstendörfer haben die Eigenschaft, dass sie unglaublich viele Weizen oder beziehungsweise Heuballen mit sich bringen, die man hier abbauen kann und direkt verschäbeln kann. Egal wo man hinschaut, es ist alles voll mit diesen Heuballen, die man einfach ganz entspannt wieder zurückcraften kann und sich dann super easy, gerade am Anfang, schön Emeralds holen kann. Und vor allem im XP. Enderperlen sind schon mit die coolsten Sachen, die man in Minecraft bekommen kann. Vielleicht nicht das coolste, aber es ist auf jeden Fall oben mit dabei. Denn sie sind ultra praktisch und können uns oft retten. Gerade am Anfang hat man noch nicht die Möglichkeit, eine ultra krasse Enderman-Farm zu bauen. Aber man kann eine kleine bauen. Beziehungsweise einen kleinen Trick, eher gesagt. Alles, was man dafür tun muss, ist relativ simpel. Und zwar einfach nur ein 5x5-Feld ausheben. So, und dann werden wir das Ganze einfach nur in die Tiefe ziehen. Oder 6x6 von mir ist auch. Das Ganze einfach drei Blöcke in die Tiefe bauen, so wie ich das jetzt hier mache. In der Mitte einfach einen Block hochziehen, beispielsweise hier diesen hier. Dann einfach nur Falltüren hier außen ran platzieren, damit nämlich die Endermänner denken, sie können hier noch drauf rumlaufen. Das Ganze ist allerdings nicht so, so wie ihr sehen könnt. Und dann könnt ihr euch hinstellen und jeden einzelnen Enderman angucken, denn keiner von euch kann irgendwie hier geschlagen werden. Die laufen alle hier rein, nach und nach. Jeder einzelne von ihnen. Ihr könnt sie also alle hierher locken. So. Und das Beste ist, ihr könnt sie von hier oben auch noch gleich hauen. Das ist ja noch umso besser. Das ist so der simpelste Weg, irgendwie an Enderperlen zu kommen. Selbst wenn man noch keine richtige Farm hat. Aber das tut es auf jeden Fall auch. Jetzt zeige ich euch einen Trick, wie ihr unendlich viel XP bekommen könnt. Und es ist 10-mal einfacher, als man denken würde. Denn tatsächlich funktioniert das folgendermaßen. Wir brauchen einfach einen Ofen. Ein Ofen, von mir aus auch eine Menge Öfen. Denn das Einzige, was wir tun werden, ist tatsächlich, wir brauchen einmal Eisen, Kohle und tatsächlich rohes Eisen. So, und was und wie funktioniert das Ganze? Ganz einfach. Und zwar werden wir bei einem bestimmten Zeitpunkt das Ganze einfach tauschen. Und zwar beispielsweise so. Und dann irgendwann wieder zurückpacken. Denn die geschmelzene XP wird tatsächlich so bleiben. Man kann es also rausnehmen und mehrmals einfach hin und her tauschen. Und tatsächlich wird dann praktisch XP multipliziert. Sagen wir es mal so. Ohne dass tatsächlich irgendetwas geschmolzen wird. Wenn man das kurz vorher rausnimmt, die XP bleiben drinne. Und zack. Das ist eigentlich ganz witzig, weil man somit halt Materialien spart und so die ganze XP bekommt. Allerdings ist das halt schon nicht unbedingt eine spannende Variante, um an XP zu kommen. Aber man bekommt dennoch unglaublich viel XP. Ich meine, guckt euch das mal an. Wie geil ist das denn? Ihr wollt unendlich Sniffer haben. Gar kein Problem. Gerade wenn ihr irgendwie einen Shop macht, wo ihr Sniffer verkauft. Ich zeige euch, wie ihr nur mit einem Sniffer-Egg unendlich viele Sniffer bekommen könnt. Und das ist nicht übertrieben. Alles, was wir dafür brauchen, einfach zwei Moosblöcke nebeneinander. Und beispielsweise hier und hier. Wenn wir das getan haben, nehmen wir als nächstes jetzt einen Sticky Piston, den wir einfach mal hier hin platzieren. Direkt davor kommt dieses Sniffer-Ei. Sagen wir mal hier, so sieht das Ganze aus. Ihr seht schon, da kommen schon die Partikel raus. Und alles, was wir jetzt brauchen, ist eigentlich nur ein Schalter, den wir die ganze Zeit umlegen können. Und dann, ihr seht, somit kommen die ganze Zeit Partikel unendlich. Und so kann man tatsächlich die ganze Zeit ein Sniffer bzw. ein Ei zum
Brüten bringen. Und so kommt dann dauerhaft ein Sniffer heraus. Und das Ei, das ist ja das Geilste daran, das Ei wird dabei nicht verbraucht. Und dann sieht das Ganze so aus. Dann haben wir jetzt schon 3 Mini-Sniffer nach ungefähr, ja, ich würde sagen 6-7 Minuten ungefähr. Gerade wenn ihr richtig viel Gold sammeln wollt, gibt es eine gute Variante, das zu tun. Und sie ist gar nicht mal so schwer, denn es gibt eine Möglichkeit, an das Gold zu kommen, ohne überhaupt in diesen Monumenten reingehen zu müssen. Denn wir brauchen einfach nur eine Tür. Ich meine, natürlich kann man Mining Fatigue immer noch bekommen, aber man kann diese ganzen anderen Sachen skippen. Und zwar gibt es Punkte, wo man rein kann, ohne tatsächlich kämpfen zu müssen. Und das zeige ich euch einfach mal. Wir haben beispielsweise die Variante hier. Wir können hier rein, genauso wie wir hier rein können, hier rein und hier rein. Und dann sieht das Ganze so aus. Die Glowstone platzierten Blöcke sind tatsächlich die Orte, wo wir reingehen können. Und einfach mal gucken können, okay, wir stellen jetzt hier eine Tür hin, damit kann ich hier vernünftig abbauen und kann nach unten gehen. Hat man dann beispielsweise dunkles Prismarin gefunden, wie ja zum Beispiel hier ich in diesem Fall, dann herzlichen Glückwunsch, dann habt ihr das Gold direkt schon gefunden, ohne überhaupt gegen irgendjemanden gekämpft zu haben. Also wenn das nicht ein einfacher Weg ist, irgendwie an viel Gold zu kommen, dann weiß ich auch nicht. Jeder von uns kennt es, wenn man einen Shipwreck sieht, hat man manchmal auch das Glück, eine Schatzkarte zu finden, wie jetzt zum Beispiel diese hier. Diese macht uns ja bekanntlich es möglich, tatsächlich einen Schatz zu suchen, je nachdem, in welche Richtung wir uns bewegen. Das ist die richtige tatsächlich. Und dann müssen wir ein wenig suchen. Das Problem ist, dass sich das Ganze immer in einer Sandgegend befindet und man deswegen nicht immer genau sagen kann, wo sich das Ganze befindet. Zumindest dachte man das. Wenn man jetzt F3 und G drückt, aktiviert man die Chunk Border. Gerade jetzt bei mir unter Wasser ein bisschen nervig, alles abzubauen. Aber das ist kein Problem. Denn wenn man jetzt F3 drückt, enthält man jetzt dieses hier. Und worauf wir achten müssen, ist, dass hier in diesen eingeklammerten praktisch 9 und irgendeine Zahl, ist egal welche, und nochmal 9 steht. Das heißt also, ich gucke mal, hier ist die erste 9 und hier ist die zweite 9. Gehe ich jetzt nach unten und grabe mich hier runter, ist hier automatisch immer die Kiste. Und das jedes einzelne Mal. So bekommt man genau den Loot ran, den man eben haben wollte, ohne ständig danach zu suchen. Und somit ist jede kleine Schatztruhe wirklich ein Leckerbissen und nichts im Vergleich zu dem, was man sonst an Aufwand betreiben würde. Das war der erste Teil von 50 Wege Minecraft, um reich zu werden. Um den zweiten Teil nicht zu verpassen, einfach ein Abo da lassen, ist für euch ein Klick und wirklich eine große Unterstützung. Und schreibt mir in die Kommentare, was war der krasseste Weg, den ihr mal angestrebt habt, um in Minecraft reich zu werden. Egal ob auf legalen Wege oder illegalen Weg. Ich bin gespannt. Mein Name ist Flash und ich wünsche noch einen sehr angenehmen Tag.